Gut. Ich kann nicht besiegt werden, solange meine Diener lebendig in den Gräbern liegen. Und wer wird auf die Idee kommen, sich an Gräbern zu schaffen zu machen? Lebendiges Fleisch, wie ich das hasse. Warmes Blut und warmer Atem, pumpend, fließend, atmend. Ihr tut nicht gut daran, euch hierher zu begeben, mit eurem Herzschlag auf die Kirchenglocken. Zu lange habe ich am Akro des Todes balanciert. Meine Gastfreundschaft hat darunter gelitten. Das habe ich mir schon gedacht, als ich euch eure beachtenswerte Sammlung an Körperteilen gesehen habe. Gibt es dafür vielleicht einen Grund, einen anderen Grund als ein recht exzentrisches Vorstellung von Innenarchitektur? Ich weiß, dass ihr ein sadistischer Mörder seid, daher wünsche ich nicht eure Gastfreundschaft, sondern endgültiges Ende. Na, bis erst dran. Ich kann es nicht ausstehen. Dort oben liegen und feiern sie und ich. Ich muss hier im Dunkeln hausen, dazu verflucht, weder Himmel noch Hölle zu erleben. Aber nicht mehr, so nicht! Solange sie über meinem Grab feiern, werden sie nur den Tanz des Todes hinlegen. Weder ihr noch irgendjemand sonst kann mich aufhalten. Wenn ihr mich jetzt tötet, werde ich, Jake, eines Tages wieder zurückkehren. Schwer verletzt. Gut. Trankheilung. Trankheilung. So, Trankheilung. Schlag und tritt zu, wie du willst. Ich fühle mich gar nicht gut. Damit. Schlag und tritt so, wie du willst. Niemand besiegt Jake. Ich bin schwer verletzt. Okay. Ich könnte jetzt einen Trank vertragen. Okay. Wie viele sind es noch übrig? Ich könnte jetzt einen Trank vertragen. Hey Quatsch, du bist nicht. Okay. Wie kann ich mich jetzt an den Gräbern vergehen? Schlag und tritt so, wie du willst.
Okay. Ah. Pholos Grabstein. Wie kannst du es wagen, die Tote zu stören? Ich werde dafür sorgen, dass du wie ein Schwein am Spieß schreist. Ich muss ein Heilmittel finden. Dieses Gift bringt mich um. Okay. Ich kann nicht. Stirb, Folo. Das war 1 von 4, okay. Eichentränen. Also die anderen 4, wahrscheinlich auf die anderen 4 Stellen, 4 Seiten. Ich muss ein Heilmittel finden. Dieses Gift bringt mich um. Okay. Michaels Grab. Achso, ich habe die Eichentränen abgelegt, deswegen. Ich weiß nicht, wer du bist, aber dein lebendiger Körper widert mich an. Komm, lass mich an deine Gurgel. Das wird dir gefallen. Das war der zweite. So. Ich wurde vergiftet. Ich muss ein Heilmittel finden. Dieses Gift bringt mich. Ich muss ein Heilmittel finden. Dieses Gift. So, einfach mal eine Golderzader noch hier. Welches Grab ist hier? Hä? Ist keins dieser Gräber? Von einer Person? Das ist doof. Ein weiterer Gegenstand für meine... Noch so Rohstoffe in dem Kampf irgendwo rumstehen. So... Ah. Wo ist noch ein Grabstein? Eichentränen. Dirk und Danas Grabstein, perfekt. Sieh, Dana, der Drachenritter. Ich bin kalt, sie ist warm. Lass uns ihr Blut trinken. Ich brauch dich nicht zu verletzen, ich muss die beiden hier verletzen. Großartig! Dreh zu, wie du willst. So, das war das letzte. Aber jetzt müsstest du verletzbar sein, ja. Naja, nicht Jakob, Janik. Hoffentlich landest du im Magen eines Dämons und wirst durch endlose Gedärme verdaut. Wenn ich mir deinen Körper nicht durch List nehmen kann, muss ich wohl meine kalten Klauen anlegen. So. Noch nicht.
Jetzt bist du tot. Stirb. So. Gold. Göttlich, göttlich. Jetzt meine Kriegswitter. Okay. Zur Prinz. Kiste. Nach Edelstein. Zombie Jakes Ring. Ein seltsamer Ring, auf dessen Innenseite eine Nachricht sowie der Name Celion Hashnitor eingraviert wurde. Der Ring, den Jake getragen hat. Ich erkenne ihn wieder. Dieser alte Dieb muss ihn Telion Hashnitor entwendet haben. Einem Kommandanten des Rates während der Zaubererkriege. Hashnitor der Heuchler, wie ich ihn gerne nenne. Ja, er hat sich gegen das Chaos gestellt. Danach hat er in Katakomben direkt über mir ein langes, untotes Leben geführt und sich dabei denselben dunklen Mächten hingegeben wie ich. Es war euer in Kristall gefangener Freund, der ihm den Garaus gemacht hat, auf seinen eigenen Wunsch hin, vor langer Zeit in der Finsternis unterhalb dieser Stadt. So, das war Hinweis 2. Ja. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Und wir haben wieder zwei Fähigkeitsbücher. So, ja gut, der heißt jetzt Janik oder Jake, aber ich weiß nicht, ob das wirklich... Ich meine, er hat ja mit, was mit Alora zu tun und ist halt explizit, zufälligerweise auch noch mit Celion Hashnitor irgendwie im Bunde. Und das bringt mich halt zu dem Punkt, ist es derselbe? Ist es Jakob? Ich greif nach euch in aller Rot. Ihr zappelt wie ein Fisch im Netz. Gefangen und mir ausgeliefert, das ist Bellegars Gesetz. Nie zuvor hatte ich zu tun mit einem bösen Drachen. Eure Seele werde ich bannen, den Leib zu Feuer machen. Er hat keinen Fisch, sondern einen Hai gefangen. Kommt und kämpft! So. Oh, nett. Level up. Direkt im Kampf. Schön. So, Fertigkeiten. Kann ich irgendwas erhöhen? Oh ja, Giftpfeile. Danke. Und Explosionspfeile kann ich auch erhöhen. Super Sache. So. Ich habe hier noch Punkte übrig. Was macht das hier? Das ist eine aktive Fähigkeit. Ja, gut, der tut die Idee. Das Zeug runtersetzen. Packen wir hier noch rein. So, 1, 2, 3. 4, 5. 5 Punkte brauche ich. Da habe ich im Grunde jetzt schon aufspaltende Pfeile, Teil 4. Ja, verdammt. Das wollte ich nicht. Ich könnte jetzt eine Heilung vertragen, ja? Hä, wieso? Ich habe das nicht angenommen, oder was? Aha. So. Okay.
Gleich geschafft. War das letzte? Ha! Erneut zu töten. Wie beglückend. Er soll sein Bestes geben. Pfui, die böse Schlange macht sich einfach aus dem Staub. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Bald ich ihr das Leben raub. Egal, wohin ihr flieht, ganz gleich, ob fern, ob nah, einer wird euch immer finden. Der große Bellegarde. Der faselnde Dichter erkennt mich nicht einmal. Er konzentriert sich einzig auf euch. Er wird sich euch erneut in den Weg stellen, das weiß ich. So. Ich hab's geschafft. Ich hab den Mörder zur Strecke gebracht. Da seid ihr ja. Ihr wart so lange jetzt ist alles klar. Der Mörder war ein Zombie namens Jake, den ich nun zum hoffentlich letzten Mal unter die Erde gebracht habe. Dann ist es jetzt vorbei. Madame Eva ist wieder in Sicherheit. Was für eine Erleichterung. Ich würde euch ja den Kuss eures Lebens geben, habe aber Angst, mir die Zunge zu verbrennen. Aber keine Sorge. Ich werde euch für euren Erfolg als Spürhund schon gut belohnen. Ich bin eine reiche Frau. Und ich teile wirklich gern. Nicht die Belohnung, die man sich erhofft hat. okay. Schon wieder zwei Fähigkeitsbücher, das ist nicht schlecht. So, Fertigkeiten, ausspaltende Pfeile, zwei Punkte. So. So langsam wird die Fähigkeit auch nützlich. Okay. Damit haben wir auch diese Quest hinter uns gebracht. Tagebuch. Holde Nöten. Ach ja, genau. So, ich glaube jetzt alles weitere würde praktisch erfordern, dass ich den Baum passiere. Und deswegen... Wenn Damian und seine Armee in Sandalos Schild durchbrechen können, werden wir Champions... Ich werde dann jetzt so praktisch, ja, mich zu diesem Baum begeben, diese Quest noch machen und dann ist, bin ich erst mal für heute fertig. So... Gut. Malanios Platz. Das bin ich ja schon fertig jetzt hier. Hinfort mit dir, schwache Kreatur. Hinfort! Oder ein Blitz wird deine kümmerliche Rinder verbrennen. Du suchst womöglich nach Macht oder Reichtum in meinen Gedanken. Wie wäre es, wenn ich dir die Drachenzauberer-Rüstung gebe? Ich wünsche keinen Streit mit euch und verlangt, dass ihr mich passieren lasst. Gibt es einen bestimmten Grund, warum ihr auf jeden, der den Malaneusplatz betritt, einen Todesregen von oben hinein niederfahren lasst? Innerhalb dieser naturverlassenen Mauern ist etwas Böses erwacht, ein altes Gift, das das Menschennest Alleroth vollständig auslöschen wird, falls es nicht direkt an der Wurzel ausgemerzt wird. Niemand darf die Grenze aus lebendem Holz, die ich darstelle, passieren, bis ich Gewissheit erlange, dass die Quelle dieser Fäulnis versiegt ist. Und ihr Makel sich wieder verflüchtigt hat. Dann, werter Wächter, lasst mich weitergehen. Ich werde mit meiner scharfen Säge gegen die Wurzeln des Bösen, das euch plagt, vorgehen. Gut, ein lebhafter Wind rauscht durch dein stählernes Blätterwerk und erzeugt den Kriegsschrei.
den ich zu hören wünschte. Dich und nur dich werde ich vom Blitzschlag verschonen. Möge deine baumstarke Entschlossenheit zur Vernichtung der Untoten führen. Wollt ihr mir nicht verraten, wer ihr seid? Diesem großen Körper aus Ästen und Blättern wohnt die Seele von Nerikon, dem Zauberer. Meine Seele. Zu Lebzeiten war ich ein König, der einen großartigen Garten angelegt hatte. Und jetzt lebe ich durch uralte Magie in den Geschöpfen der Natur fort, um der untoten Plage Herr zu werden, wo auch immer sie sich zeigt. Was wisst ihr über den Gegner, den ihr ausmerzt versucht? Ich kann dir nicht sagen, was die Quelle dieser Unruhe ist, doch mache dich auf einen wahrlich starken Gegner gefasst. Wer so viele lebende Tote ins Feld zu schicken vermag, muss fürwahr ein schrecklicher Gegner sein. Mögest du stets in Saft stehen, kleiner Mensch. Okay. Der Ast, auf dem ihr sitzt. Ja, das, Drachenritter, können wir sicher passieren? Der Baum lässt mich zwar durch, aber er wird jeden anderen, der es versucht, töten. Verdammt. Wie sollen wir denn so die Stadt befreien? So. Halt. Erstmal muss ich die Bücher hier lesen. So. 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 Fertigkeiten. Aufspaltende Pfeile. Gut. Okay. Beim nächsten Mal werden wir dann die andere Seite, die von untoten Zombies überrannt wird, betreten und ein bisschen uns durch, ja, durch Resident Evil schlagen gefühlt. gut, auf jeden Fall. Nerikon war halt auch mal wieder eine schöne Anspielung aus Divinity 1, Nerikons Garten. Man erinnert sich. Gut, aber wie gesagt, bis zum nächsten Mal und ciao.